Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Ende eines Tages, der ein sehr trauriger Tag für uns ist, und wenn ich noch auf den Blumenstrauß schaue von Peter Hinz, ist ein Kollege von uns gegangen, der eine Lücke hinterlässt, wo ich noch nicht weiß, wie wir die alle füllen wollen. Aber das Leben geht weiter, wie auch immer, und vielleicht mahnt einen das auch in der Debattenkultur ein bisschen auf die Werte, die auch Peter Hinz vorgelebt hat, zu schauen. Und nicht immer alles zum Klamauk zu machen und nicht immer auch bei allem aus kleinen Dingen große Skandale zu versuchen zu konstruieren. Und das bringt einen jetzt zu der Lkw-Maut, was heute Abend unser Punkt ist in der letzten Lesung. Und das ist, glaube ich, ein Thema gewesen, was bei der Einführung 2003 leider nicht das Vertrauen der Menschen in den Staat gezeigt hat, weil es nicht funktionierte. Und vielleicht dem Gleichen anheim fiel, wie viele andere große Projekte, man hat zu viel gewollt, ein zu großes Gerät gebaut und einen zu optimistischen Ansatz gehabt, in welcher Zeit man das schaffen kann. Aber die Lkw-Maut ist auch ein Zeichen dafür, dass man die Probleme auch lösen kann. Und ein großer Erfolg daraus entstanden ist, denn nach der anfänglichen Verzögerung seit 2005 haben wir ein Mautsystem, was wirklich extrem gut, extrem zuverlässig funktioniert, was über alle Zweifel erhaben ist und was uns kontinuierlich jedes Jahr gute Einnahmen in unseren Verkehrshaushalt bringt. Und die sind auch wichtig, denn so schön das auch ist, Frau Kollegin Wilms von den Grünen, dass Sie hier über die Pkw-Maut reden, mit der Lkw-Maut liefern wir den Beitrag dazu, dass unsere Verkehrsinfrastruktur finanziert wird von denjenigen, die den Verschleiß auch verursachen. Denn der Verschleiß auf der Straße passiert im Wesentlichen durch die LKWs. Und deshalb ist das gerecht, dass diese auch zur Refinanzierung herangezogen werden. Und wir haben im Jahr 2015 4,4 Milliarden Euro über die Lkw-Maut eingenommen. Wir erwarten jetzt 4,5 Milliarden. Wir haben im letzten Jahr zum 1.7. auch weitere 1.100 Kilometer vierstreifige Bundesstraßen ergänzt. Wir haben seit dem 1. Oktober auch die LKWs ab 7,5 Tonnen ergänzt. Und was wir jetzt machen, ist eine Ausweitung auf das gesamte Netz aller Bundesfernstraßen. Und das bringt uns weitere 2 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist ein großer Erfolg, denn man kann es sehen, selbst in Nordrhein-Westfalen mit den sehr rudimentären Planungskapazitäten wird jetzt gebaut. Es ist Geld auf einmal im Haushalt vorhanden. Und während wir in der letzten Periode jedes Jahr darum gerungen haben, die Investitionslinie von 10 Milliarden zu halten, sind wir jetzt bei fast 13 Milliarden und haben auch noch mal 5 Milliarden für das ganz neue Breitbandförderprogramm, von dem wir alle auch inzwischen überzeugt sind, dass das nicht das Ende, sondern der Anfang ist und dass wir, und so schreibt das auch der Bundesminister in seiner Agenda 2017 plus, dass wir das Breitbandthema auch weiterfinanzieren müssen. Das finde ich sehr richtig. Und wir haben bei der Lkw-Maut etwas weiteres geschafft, nämlich wir haben das, was auch die Bundeskanzlerin hier an verschiedener Stelle schon gesagt hat, wir haben erfolgreich den falsch verstandenen Datenschutz bekämpft. Neben vielen anderen Aspekten ist es hier immer so gewesen, dass wir gute Daten haben für die Entwicklung unserer Verkehrsinfrastruktur aus der Lkw-Maut, von den Onboard-Units, die nie genutzt wurden, die per Gesetz zur weiteren Nutzung verboten gewesen sind, weil es immer behauptet wurde, es wäre mit dem Datenschutz nicht vereinbar. Und da bedanke ich mich bei dem Ministerium, dass wir mit vielen konstruktiven Gesprächen mit den Datenschutzbehörden, aber auch mit Anwendern, mit Verkehrsprofessoren herausgearbeitet haben, dass eben, wenn man diese Daten anonymisiert, sie sehr wohl nutzbar sind für Verkehrsforschung und für Verkehrssteuerung. Und ich finde es wirklich großartig, dass das Verkehrsministerium als das erste Haus richtig vorangegangen ist beim Thema Open Data, mit der M-Cloud ein Portal zur Verfügung gestellt hat, wo Verkehrsdaten, Wetterdaten, alles Mögliche zur Verfügung gestellt werden für Start-ups, für Hochschulen, für alle, die damit Innovationen machen wollen. Und dass jetzt die Daten der Lkw-Maut dort ebenfalls hineinkommen, ist ein großer Erfolg von langer, langer Arbeit und ein Vorbild für alle anderen Projekte des Bundes. Denn diese Koalition hat sich darauf verständigt, in ihrem Vertrag ein Open-Data-Gesetz noch umzusetzen. In dieser Periode, die Bundeskanzlerin hat es auch an dieser Stelle angekündigt, dass wir das noch tun werden. Die Eckpunkte sind bereits da. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt hier mit den Daten der Lkw machen, ein gutes Vorbild ist für alle anderen Daten, die der Staat hat, mit denen wir eine Menge neue Arbeitsplätze schaffen können. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat eine Studie gemacht, die sagt, 40.000 neue Arbeitsplätze sind damit möglich. Und das ist eins von vielen kleinen Beispielen, mit denen man vielleicht nicht
am Stammtisch die Diskussion gewinnen kann, aber die dazu beitragen, dass wir in Deutschland weiter wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Und deshalb freue ich mich, dass unser Paket so gut ist, dass sogar die Opposition nicht dagegen stimmt. Und das ist doch ein gutes Zeichen für einen Zusammenhalt und für konstruktive Arbeit. Dafür bedanke ich mich und freue mich darauf, dass wir hier was Gutes schaffen. Vielen Dank, Herr Kollege.